Ihr habt in der Vergangenheit immer mal wieder danach gefragt, ob ich nicht mein aktuelles Video zum Michel Online-Katalog machen könnte. Vor kurzem erhielt ich jetzt einen Newsletter von der Michel-Redaktion und dort angepriesen wurden die neuen Features des Michel Online-Kataloges. Zum einen gibt es jetzt eine Fehl- und Bestandsliste für einzelne Briefmarken und Sätze, sowie soll es jetzt auch die Möglichkeit geben, eigene Motivkataloge zu gestalten und zu verwalten. Und genau die neuen Features und den Michel Online-Katalog an sich, den schauen wir uns heute etwas genauer an. Hierzu habe ich von der Michel-Redaktion einen kostenlosen Zugang für den Michel Online-Katalog erhalten. Vielen Dank dafür an die Michel-Redaktion. So, und jetzt schauen wir uns den Michel Online etwas genauer an. Also, kommt mit! Wir befinden uns nun auf der Startseite des Michel Online-Kataloges. Hier möchten wir die hier abgebildete Marvel-Briefmarke suchen. Wir wissen, die Briefmarke stammt aus der Bundesrepublik Deutschland. Also wählen wir mal aus Bundesrepublik Deutschland. Jetzt war ich zu schnell. So. Wir wissen, sie ist im Jahr 2022 erschienen. Also nehmen wir das Jahr 2022. Und wir wissen, sie hat eine Nominale von 85 Cent. So. Und nun gehen wir auf Suchen. Daraufhin werden uns alle Briefmarken aus dem Jahr 2022 mit der Nominale von 85 Cent angezeigt. Kommen wir mal nach unten. Und dann haben wir hier sie ja auch schon. Superhelden Michel Nummer 3720, ausgegeben am 6. Oktober 2022. Machen wir die Marke mal noch etwas größer, so können wir genau erkennen, dies ist unsere gesuchte Briefmarke. Wir können diese Briefmarke aber auch anders suchen. Hierzu gehen wir wieder zurück auf unsere Startseite. So, nun befinden wir uns wieder auf der Startseite unserer Suche. Wir wählen jetzt wieder die Bundesrepublik Deutschland aus. Aber wir geben kein Erscheinungsjahr und keine Nominale aus. Wir wählen jetzt aber das Motiv Black Panther und gehen auf Suchen. Und nun bekommen wir direkt die Briefmarke angezeigt. Michel Nummer 3720, hier ist sie wieder. Seht also, ihr könnt ganz einfach auch die Briefmarke entsprechend des Motives suchen. Und nicht nur suchen, sondern wie ihr seht, natürlich auch finden. Weiter fällt euch beim neuen Michel-Katalog jetzt auf, es gibt hier ein B- und ein F-Feld. Ein B steht für Bestand und F steht für fehlend. Diese Briefmarke befindet sich jetzt bei mir im Bestand. Ich kann jetzt hier auf B klicken, neue Liste anlegen. Dann geben wir mal die Beschreibung Marvel. Beschreibung Marvel Briefmarken. Wir können noch ein Listenbild auswählen. Nehmen wir mal Kunst und gehen auf Speichern. Jetzt wählen wir aus, dass wir diese Briefmarke hier bei uns im Bestand haben und klicken anschließend auf Speichern. Nun wird die Briefmarke unserem Bestand hinzugefügt. Im nächsten Schritt gehen wir wieder zurück auf unsere Michelsuche. Jetzt befinden wir uns wieder zurück auf der Michelsuche. Jetzt suchen wir mal nach der Hulk-Briefmarke. Leider noch kein Bild hinterlegt. Aber dies ist die Briefmarke des unglaublichen Hulk, die am 1. August 2024 erschienen ist. Diese Briefmarke habe ich noch nicht in meinem Bestand, also wähle ich sie erst einmal aus. Anschließend gehe ich auf Marvel, fehlend und auf Speichern. Doch was passiert jetzt mit den ganzen Briefmarken, die wir abgelegt und gespeichert haben? Das sehen wir in der Listenverwaltung. Hierzu gehen wir hier oben auf Listenverwaltung. Hier unten haben wir jetzt Marvel mit unseren Marvel-Briefmarken angelegt am 5. August 2024. Hierbei kann ich mir jetzt zum einen die Bestands- und Fehlbestandsliste anzeigen lassen oder die Liste einfach ausdrucken. Bei Ausdrucken geht ein neues Fenster auf und er legt mir eine PDF-Datei an. Hierbei können wir sehen, Superhelden, Black Panther, B, diese ist im Bestand, darunter liegend, der unglaubliche Hulk ist noch F für fehlend gekennzeichnet. So wie ich sie hinzugefügt hatte, zeige ich euch noch eine weitere Art, wie ihr entsprechende Fehllisten anlegen könnt. Hierzu gehen wir jetzt auf Großbritannien. Wählen als Motiv wieder Star Wars aus. Geben hier aber jetzt unter Auswahl von Listentyp Bestände und Fehlbestände im Detail an. Und dann gehen wir auf Suchen. Nun bekommen wir alle Briefmarken aus Großbritannien zum Thema Star Wars angezeigt. Wir gehen nun hin, Auswahl anhaken. Jetzt haben wir alle ausgewählt.
Und jetzt tragen wir hierbei unter Liste bearbeiten bei allen Objekten in ausgewählten Sätzen Fehlbestand ein. Jetzt möchte ich eine neue Liste haben, die nennen wir Star Wars GW oder Star Wars allgemein und klicken auf Übernehmen. Jetzt wird eine Liste erstellt. Kurz warten und fertig. Nun gehen wir in unsere Listenverwaltung und dann sehen wir hier unten Star Wars allgemein mit Details aufgeführt. Hierbei können wir uns jetzt wieder detaillierte Liste anzeigen lassen. Wir können eine detaillierte Liste drucken und haben auch die Möglichkeit, eine detaillierte Liste mit Summen zu drucken. Hierbei werden die Michel-Werte addiert. Wir wollen jetzt aber nochmal detaillierte Liste anzeigen lassen von unseren Star Wars Briefmarken. Nun gehen wir mal in diesen Briefmarkensatz von 2017 und nun können wir direkt eintragen, welche der Briefmarken von uns im Bestand ist und welche fehlend ist. Ich habe alle Marken vorhin hinzugefügt als fehlend. Wenn jetzt aber Briefmarken davon im Bestand sind, also ich sie besitze, dann kann ich einfach Bestand 1 eintragen und entferne dafür fehlend. Und so kann ich jeden einzelnen Bestand jeder einzelnen Briefmarke bearbeiten. Auch hier den Ersttagsbrief, sagen wir, den haben wir jetzt, Bestand 1, 20er Bogen, den haben wir den jetzt auch, machen fehlend überall raus. Und so haben wir die Liste aktualisiert. Falls sich jetzt jemand fragt, warum habe ich jetzt immer zwei Felder mit Bestand und fehlend? Ganz einfach. Ich kann eine Briefmarke, als Beispiel Michelnummer 4098, postfrisch ja im Bestand haben. Ich kann sie ja aber auch gestempelt im Bestand haben. Oder natürlich auch postfrisch nicht im Bestand und gestempelt nicht im Bestand. Daher gibt es für jede Briefmarke immer vier Auswahlfelder. Wenn ich entsprechende Änderungen hier vornehme, werden diese automatisch gespeichert. Es ist kein extra Speichern mehr notwendig. So, wir haben nun die Änderungen hier vorgenommen. Dann gehen wir nochmal zurück in die Listenverwaltung. Dann können wir sagen, druck uns die Liste mal aus. Und dann wird uns eine Liste erstellt, beziehungsweise eine Fehlliste erstellt, im Bestand oder nicht im Bestand. Ich gerade nochmal nach unten scrollen. Wir waren bei 4098 und hier könnt ihr jetzt sehen, haben wir ausgewählt, postfrisch im Bestand und gestempelt im Bestand. Ebenso den Ersttagsbrief hatten wir im Bestand ausgewählt und den 20er-Bogen. Und so erhaltet ihr detaillierte Fehllisten. Und ihr könnt diese ganz einfach jetzt auch im Michel-Online-Katalog pflegen. Es gibt jetzt nicht nur diese Fehllisten, sondern es gibt natürlich auch noch die Motivkataloge. Hierzu gehen wir wieder zurück auf die Suche. Wir befinden uns nun wieder auf der Startseite der Suche. Jetzt gehen wir rechts oben auf Mein Michel Online für Motiv-Länder-Kataloge. Und nun ändert sich die Suche. Wir nehmen nun als Gebiet USA. United States of America. Und als Motiv, weil sie mir einfach so gut gefallen, Star Wars wieder. Ihr seht jetzt, ihr habt erstmal keinen Suchbutton. Sondern wir wollen jetzt aus dem Gebiet USA das Motiv Star Wars uns einen eigenen Motivkatalog erstellen lassen. Hierzu gehen wir auf Erzeuge Objektliste. Ich hatte hier schon mal eine Star Wars Liste angelegt, weil ich damit auch ein bisschen gespielt hatte. Aber wir nehmen jetzt nochmal Star Wars, USA, gehen auf Übernehmen. Die Liste wurde erstellt. Wir gehen nun in unsere Listenverwaltung und nun taucht sie auf. Star Wars USA. Und jetzt können wir mal ganz einfach hingehen auf objektorientierte Liste anzeigen lassen. Dann wird sie uns hier im Michel-Online-Katalog angezeigt. Oder wir lassen sie einfach mal drucken. Und darauf gehen wir jetzt. Und dann bekommen wir eine detaillierte Liste an Briefmarken angezeigt, die sich mit dem Thema Star Wars beschäftigen aus den USA. Wenn ihr sagt, mir fehlen hier jetzt aber noch Abbildungen, so wie es im Motivkatalog ja eigentlich sein sollte, kein Problem. Zurück in die Listenverwaltung. Dann nehmen wir jetzt nämlich mal objektorientierte Liste mit Bildern drucken. Und nun erhaltet ihr die entsprechenden Briefmarken auch noch mit angezeigt. Hier könnt ihr sehr schön sehen die einzelnen Briefmarken und die entsprechende Liste. Und so habt ihr die Möglichkeit, euch eigene Motivkataloge anzufertigen. Berechtigter Einwand wäre jetzt zu sagen, ja, das ist jetzt ja nur USA. Was ist denn mit den Star Wars Briefmarken aus Großbritannien? Kein Problem. Hierbei gehen wir wieder zurück auf Mein Michel Online. Länder Motiv Katalog Suche. Diesmal nehmen wir Gebiet Großbritannien. Auch hier haben wir wieder Star Wars. Das ist schon eingetragen von unserer vorherigen Suche. Gehen wir auch wieder auf Erzeuge Objektliste
Und dann wählen wir aber mal aus Star Wars USA, klicken auf Übernehmen, gehen anschließend wieder auf unsere Listenverwaltung und dann sehen wir jetzt, Star Wars USA besitzt 145 Objekte. Dann gehen wir wieder in die objektorientierte Liste mit Bildern und nun sehen wir, dass der Druck schon etwas länger dauert und wir können jetzt auch hier erkennen, Großbritannien, diese Briefmarken wurden auch hinzugefügt. So haben wir uns einen riesen Motivkatalog jetzt zugelegt mit zum einen den Star Wars Briefmarken aus den USA und den Star Wars Briefmarken aus Großbritannien. Dieser Katalog ist dann auch beliebig erweiterbar. Oder natürlich, wenn ihr Briefmarken entfernen wollt, habt ihr immer auch die Möglichkeit, dann wieder zurückzugehen über die objektorientierte Liste anzeigen. Wenn ihr Briefmarken entfernen wollt, zum Beispiel die 3795 bis 3806, einfach auswählen, Liste bearbeiten, alle Objekte ausgewählter Sätze entfernen. Dies wäre ein Satz, löschen, nochmal bestätigen. Die Liste wird bearbeitet, einen Moment warten und schon wurden die Briefmarken aus der Liste entfernt. So könnt ihr euch ganz einfach eigene Listen anfertigen. Eine spannende Frage steht noch im Raum, bietet der Michel Online-Katalog auch die ganzen Informationen, die ein Michel Deutschen Spezial bietet? Hierzu gehen wir zurück auf meinen Michel Online-Katalog auf die Startseite. Der Startseite wähle ich jetzt einfach mal direkt meine französische Zone aus. Zone Württemberg Hohenzollern. Und dann gehe ich direkt auf Suchen. Hier werden uns jetzt alle Briefmarken der französischen Zone Württemberg Hohenzollern angezeigt. Nun lassen wir uns mal diesen Satz anzeigen, die zweite Dauerserie, Michel Nummer 14 bis 27. Wir sehen nun wieder direkt, wir haben die Möglichkeit, Briefmarken unserer Bestands- oder Fehlliste hinzuzufügen. Aber der Michel Online-Katalog bietet jetzt leider nicht die ganzen Informationen, die ein Michel Deutschland Spezial bietet, wie zum Beispiel die Plattenfehler oder die Papierbesonderheiten und Farbunterschiede. Man bekommt in der Michel Online-Katalog-Übersicht hier nur einen grundlegenden Überblick über den entsprechenden Briefmarkensatz, den Wert und dann auch noch die Gültigkeit der gezeigten Marken. In diesem Fall bis zum 31. Dezember 1949. Der zuvor angesprochene Newsletter enthält auch noch einen Gratiscode, Testen24. Mit diesem Code kann jeder von euch selbst den Michel Online-Katalog einfach mal selber testen und schauen, ob es zu einem passt oder nicht passt. Und was ihr dazu genau machen müsst, das schauen wir uns jetzt noch an. Wenn ihr den Michel Online-Katalog jetzt einfach mal testen wollt, so gibt es dieses 50 Credits Angebot für Michel Online. 50 Credits bedeutet 50 Michel Online Abfragen. Und ihr könnt damit so gesehen euer Prepaid-Guthaben aufladen. Daher ganz wichtig, ihr müsst im Michel Shop angemeldet sein. Hier oben geht ihr auf Anmelden und meldet euch mit eurem Account an. Wenn ihr angemeldet seid, dann klickt ihr einfach auf den Link hier in der Videobeschreibung. Dann kommt ihr direkt auf diese Seite, dann fügt ihr einfach dieses Angebot dem Warenkorb hinzu. Da meckert er bei mir jetzt, weil ich mich erst anmelden muss. Dann sollte es in eurem Warenkorb sein und hier könnt ihr jetzt euren Gutschein-Coupon eintragen. In diesem Fall gebt ihr einfach Testen24 ein und dann auf Einlösen. Wichtig, ihr müsst eben eingeloggt sein. In der Tiefe kann ich es euch jetzt leider nicht zeigen im Video. Aber so fügt ihr dann eure 50 Credits, also 50 Suchen, für den Michel Online-Katalog eurem Account hinzu. Anschließend könnt ihr euch ganz einfach im Michel Online-Katalog einloggen und selber dann einfach mal testen. Wie ihr also gesehen habt, die Stärke des Michel Online-Kataloges liegt vor allem darin, schnell Informationen zu einer Briefmarke zu finden oder auch Briefmarken explizit über Motive zu finden. Somit ist es sehr einfach, sich über den Michel Online-Katalog einzelne Motive bzw. dazugehörige Briefmarken herauszusuchen und jetzt auch eigene Motivkataloge zu gestalten. Die Schwäche des Michel Online-Kataloges liegt ganz klar darin, dass er nicht alle Informationen enthält wie ein Michel Deutschland Spezial. Also wenn ihr speziell Briefmarken aus Deutschland sucht, so führt kein Weg am aktuellen Michel Deutschland Spezial vorbei, denn dort findet ihr detaillierte Informationen, wie zum Beispiel noch Plattenfehler, Farbabarten, Farbtypen oder auch Papierinformationen zu einzelnen Markenausgaben. Dies ist bei Michel Online leider nicht der Fall. Mein Rat an euch hierbei, es gibt einen Gratiscode, also schaut euch den Michel Online Katalog doch einfach mal selbst an und prüft selbst, ob es etwas für euch ist oder nicht ist. Tja, und damit wären wir auch schon wieder am Ende unserer heutigen Ausgabe angekommen. Ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Tag, zackige Grüße und bis zum nächsten Mal. Also bis dann, tschüss!